wie Proust, wie Robert Musil, selbstverständlich Sigmund Freud, Joyce, eigentlich die einzigen sind, die Chiffren dieses Jahrhunderts, dieses 20. Jahrhunderts gelesen haben. In der zweiten Hälfte gibt es das doch gar nicht mehr poetisch. Man müsste vielleicht genauer sehen. Also vielleicht lässt sich, Sie haben schon recht, wenn man sagen würde, Sie haben Chiffren gelesen. Aber ich glaube, eine noch stärkere Tätigkeit als das Lesen von Chiffren oder das Entziffern von Gegebenheiten ist eigentlich eine gewisse Löschungstechnik. Also sowohl Freud wie Musil wie Proust haben zunächst mal Bilder, bestimmte Einschreibungen gelöscht. Es gibt ein wunderbares Beispiel dafür. Weil sie nicht stimmen oder weil sie unbrauchbar sind? Nein, sondern Lust auslösen? Sondern weil in dem Augenblick, wo bereits etwas geschrieben steht, eigentlich neue Schrift unmöglich gemacht wird. Es gibt ein sehr, sehr gutes Beispiel, das in den Gesprächen von Francis Bacon, dem Maler, zitiert wird, wo Francis Bacon sagt, das größte Problem, ein Bild zu machen, besteht darin, eine leere, weiße Leinwand von den Klischees und von den Bildern zu reinigen, die bereits draufstehen. Und das heißt also, der erste Akt eines Malers, der erste Pinselstrich, den er zieht, ist nicht die Formung einer Gestalt, ist nicht der Versuch, eine Zerstörung der eigenen Vorstellung, des eigenen Blicks. Genau, das ist erstmal eine Löschungstechnik. Also jedes gelingende Bild ist zunächst mit einer Löschungstechnik verbunden und das heißt auch, jeder gelingende Roman muss zunächst eine gewisse Löschfähigkeit haben. Und das heißt also, es genügt nicht zu entziffern, es genügt auch nicht zu überschreiben, sondern es genügt nur eine Technik, die für einen Augenblick wenigstens Tabula Rasa herstellt. Und ich glaube, in einem immanenten Sinne, das heißt also auch in einem über das Schreiben, über die bloße Verfertigung eines Textes hinaus reichende Anstrengungen haben Freud oder Proust oder Musil in dieser Hinsicht unternommen. Das heißt, jede Kreation, um es unvorsichtig zu formulieren, ist zunächst mal ein Löschungsakt, muss löschen. Und